Einsichtsmeditation, also eine Art Vipassana oder Vipassana-Praxis in Verbindung damit, dass wir Vertrauen darin entwickeln, dass wir heilsamere Geisteszustände kultivieren können. Dann gehen wir erst einmal in eine geeignete Meditationskörperhaltung. Bemerken, wie wir sitzen. Erstmal auf eine ganz natürliche Weise. Nachschauen, wie wir noch sitzen oder schon sitzen. Auf dem Meditationsplatz ganz ankommen. Die Morgenaktivität, die wir jetzt schon hinter uns haben, auch schon wieder hinter uns lassen, den Körper wieder zur Ruhe bringen, aber jetzt in einer sitzenden Haltung, nicht mehr liegend. Man könnte auch sagen, dass Sitzmeditation eine Übung ist, um im Wachzustand in gewisser Weise zur Ruhe zu kommen und aber auch nachzuschauen, wie wir unseren Wachzustand, also nicht nur den Schlaf- und Traumzustand, noch weiter klären und wecken können. Deswegen sitzen wir vertikal, senkrecht, richten jetzt den Oberkörper mit etwas Energie von unten nach oben auf, wachsen nach oben hin. Bis wir merken, da entsteht eine Stabilität und das macht auch etwas munterer. Dieses sich nicht mehr viel bewegen, also körperlich zur Ruhe kommen, bedeutet, dass wir uns nicht zerstreuen lassen wollen von irgendwelchen Eindrücken, die wir von außen oder innen noch aufnehmen. Wir kommen einfach in dieser Haltung zur Ruhe. Auch das Gesicht, die Gesichtszüge entspannen sich. Und es geht durch die Nase ein- und ausatmen, die Lippen sind sanft geschlossen. Die Augen können leicht geöffnet bleiben und nach vorne schauen in den Raum. Oder sie können auch auf eine wache Weise geschlossen werden. Viele bevorzugen das ja, aber ist nicht unbedingt nötig. Es gibt viele Meditierende, die die Augen leicht geöffnet halten. Die müssen natürlich nicht in den Bildschirm schauen, sondern mit der eigenen Art und Weise des Haltens der Augen beschäftigt sein oder das einfach so tun, wie es jetzt zur Meditation passt. So lassen, wie es zur Meditation passt. Ja, und dann lassen wir, wie wir das hier immer hören, nicht mehr notwendige Spannung oder jetzt zu viel aufgebaute Spannung auch wieder aus dem Körper abfließen, abfallen, bis sich der Körper leicht und angenehm anfühlt. Aus dem Nacken, aus den Schultern, der Armmuskulatur, dem Rücken,
Da baut sich meistens etwas unnötige Spannung auf, die man dann auch irgendwie noch festhält oder gar nicht mehr bemerkt, bis man Schmerzen bekommt. Wir bekommen meistens sonst auch nicht vom Sitzen Schmerzen, aber vom Meditationssitz bekommen wir manchmal Schmerzen, weil wir eine unnötige Spannung festhalten. Da geben wir uns diesen Anstoß oder schauen mal durch den Körper hindurch, wo wir Spannungen wieder lösen können. Und dann entdecken wir die Atmung im so sitzenden Körper. Bemerken, dass der ganze Körper atmet. Es wird eine Strecke geben, wo wir die Atmung besonders deutlich spüren, vermutlich zwischen Nasenöffnung und Bauchdecke. Aber vielleicht entsteht auch eine Art Vorstellung oder sogar Wahrnehmung, dass der ganze Körper atmet, bis in die Gliedmaßen hinein. Wir können bei der Atembetrachtung den Fokus enger und weiter stellen. Man kann den Atem an der Nasenspitze betrachten. Dann stellt man den Fokus recht eng. Das ist eher dann bei der Geistesruhepraxis sinnvoll. Man kann den Fokus weiter stellen auf die ganze Atembewegung. Es klingt ein bisschen mechanisch, aber im Grunde geht es um ein Erleben, wie wir den Atem erleben. Wir bringen also auch in dieser Anleitung jetzt hier gemäß dieser Art von Einsichtsmeditationsübung zuerst den Körper zur Ruhe, gehen aber auch in ein Wahrnehmen des Körpers und der Atmung hinein mit einem recht weiten, offenen Geist. Und können uns jetzt schon mal sagen, all dies üben wir, all dies geschieht jetzt, damit sich die in uns durchaus vorhandenen heilsamen oder positiven, kostbaren Anlagen und Eigenschaften unseres Wesens, unseres Geistes deutlicher zeigen können. Die sind oft überlagert von unseren diversen Gedankengängen, den Eindrücken unserer Aktivitäten und unseres Erlebens. Aber wenn sich Körper und Geist beruhigen und klären und wir mit unserem ganzen Wesen in einem bewussteren Kontakt sind, dann können sich die uns angelegten, wunderbaren Fähigkeiten eines Lebewesens, im Grunde im buddhistischen Jargon würden wir sagen, die Qualitäten der Natur des Geistes, zeigen. Die sind hier, die sitzen hier mit uns.
wie wenn sich die Wolken einmal auflösen, die Wetterlage sich ändert und sich dann der tiefblaue Himmel und das Licht deutlicher zeigen können. So können wir auch so sitzen, dass die in uns angelegten Fähigkeiten und Potenziale wie Freundlichkeit, Mitgefühl, mit Freude und Einfühlungsvermögen, geistige Offenheit, Toleranz, Gleichmut sich zeigen können. Jetzt sitzen wir einfach noch eine Weile damit in Stille. Wir werden später nochmal mehr auf diese innewohnenden Qualitäten eingehen. Aber um sie überhaupt, sagen wir mal, ans Tageslicht befördern zu können, sitzen wir einfach still da und im Körper verankert mit dem Atem.
Ja, dann können wir den Körper mal ein klein wenig bewegen, wenn dazu Bedarf besteht. Ja, vielleicht ist es etwas konzeptuell, sich einfach zu sagen, in mir sind wunderbare Qualitäten. Es ist nicht so sehr, dass wir darüber jetzt viel nachdenken und die so herbeidenken, sondern die Anleitung ist eher dazu da, dass wir sowas wie Vertrauen entwickeln, wenn wir so sitzen und stiller werden und der Geist sich etwas klärt und beruhigt, dass da gleichzeitig etwas zum Vorschein kommen könnte. So ein bisschen wie in dem Prinzip der kommunizierenden Röhren. Wenn auf der einen Seite etwas abfließt, kann auf der anderen Seite etwas zunehmen. Und das soll dann einfach geschehen. Das müssen wir nicht herbeidenken, wenn wir hier Anleitungen hören, die natürlich Gedanken sind. So, da gibt es so schöne Bilder, auch im buddhistischen, gerade im Zen, wenn der Teich, der Wasserspiegel eines Teiches klar wird, dann kommen eben die natürlichen Eigenschaften des Teiches, auch was da drin ist, vielleicht Moos am Boden und Steine und so etwas kommt zum Vorschein. Oder wenn wir einen Klumpen Gold von Erde befreien, polieren, dann kommt das Gold zum Vorschein. Oder was ich eben sagte, die Wolken ziehen weg und der Himmel wird klar. Also eigentlich kein konzeptueller Vorgang, sondern eher etwas, was dann geschieht. Zweite Sitzung. Knüpfen wir an die Haltung, die wir eben noch in der ersten Hälfte unserer Morgenpraxis eingenommen hatten, gefunden hatten. Und knüpfen wir auch an den Geschmack der Meditation, der schon entstanden war. Vermutlich haben wir schon mal so Aussagen gelesen oder gehört wie, du wirst das Glück nicht im Äußeren finden können, sondern nur im Inneren, in dir selbst. Das Glück ist schon da. Glück, also all das, was wir suchen, wonach wir uns sehnen, was wir gerne haben, sein möchten. Meistens denken wir, es müssten äußere Umstände zusammenkommen, damit wir etwas davon antreffen können. Aber, und das wäre jetzt ein Stückchen Weisheitssichtweise, so ist es eigentlich gar nicht, sondern all das, was man sich nur wünschen und suchen könnte, das ist nur im Innern zu finden. Oder in irgendeiner Tiefe oder Höhe oder in einer inneren Dimension zu finden. Und da ist es auch. Das dürfen wir uns einfach sagen. Alles, was wir suchen, ist schon hier, sitzt hier mit uns, ist schon da. Wie sehr wir das jetzt in einem Subjekt sehen oder in einer Transzendenz, oder einfach so, das hängt sehr von unserer Sichtweise oder vielleicht haben wir eine Glaubensvorstellung ab. Aber da ist vieles da.
Und das kann sich zeigen, wenn die Konzepte, die Gedanken und die, sagen wir mal, oberflächlichen Eindrücke, die uns beschäftigen, aus unserem Erleben, aus unserem Tun, wenn die sich zurückziehen, wenn die ruhiger und durchschaubar werden oder von uns abfallen. Da ist etwas, was ich dann zeigen kann. Was sich da jetzt in dieser Meditationszeit zeigt, das möchte ich nicht suggerieren. Schauen wir bitte selbst in den eigenen Geist, was uns heute Morgen an inneren Qualitäten hier auffällt. Vielleicht artikuliert sich da noch etwas wiederum als Wunschgedanke. Ich wäre gern so oder so, oder ich möchte gern dieses oder jenes entwickeln. Jetzt sagen wir uns einfach mal, ja, das ist gut, aber es ist auch schon hier. Vielleicht sagen wir uns, ich möchte gern mehr Mitgefühl entwickeln oder frei werden von Angst. Oder wie klüger mit manchen Dingen umgehen können. Ja, das ist gut. Und das ist auch schon hier. Das sitzt hier schon mit uns. Das ist schon da.
Bitte schauen wir jetzt, nachdem wir eine Weile wieder still gesessen haben, noch einmal nach in unserem Geist, ob etwas Vertrauen in diese in uns angelegten und vorhandenen Qualitäten vorhanden ist oder ob es etwas zugenommen hat. Und wenn es so ist, dass wir merken, ja, da ist ein Grundvertrauen, dann dürfen wir uns darüber freuen. Und wenn wir noch unsicher sind, dann ist es auch nicht schlimm. Dann sind wir einfach noch etwas unsicher, können uns aber sagen, uns diese heilsamen Anlagen und Qualitäten sind doch da. Sie sind leider nur noch nicht so offensichtlich geworden. Sie bleiben auch da, selbst wenn wir sie nicht wahrnehmen können in uns. Lasst uns zum Abschluss unserer Meditation einen Text hören oder lesen. Den kennen vielleicht manche von euch. Das ist eine mündlich gegebene Belehrung, nie aufgeschrieben worden von ihm selbst, von Gendun Rinpoche. Das war ein großer Meister des tibetischen Buddhismus. Starb 1997 und er sagte allen, die es hören konnten, hören wollten, Glück findet sich nicht mit dem Willen oder durch große Anstrengung. Es ist immer schon da, vollkommen und vollendet, im Entspannen und Loslassen. Beunruhige dich nicht. Es gibt nichts zu tun. Was im Geist erscheint, oder was alles so im Geist erscheint, hat keinerlei Bedeutung, weil es keine Wirklichkeit besitzt. Halte an nichts fest, bewerte nicht. Lass das Spiel von selbst ablaufen, entstehen und vergehen, ohne irgendetwas zu ändern. Alles löst sich auf und beginnt wieder von Neuem, unaufhörlich. Allein dein Suchen nach Glück hindert dich daran, es zu sehen. Wie bei einem Regenbogen, den man verfolgt, ohne ihn je zu erreichen. Weil das Glück nicht existiert und doch immer schon da war und dich jeden Moment begleitet. Glaube nicht, gute oder schlechte Erfahrungen seien wirklich. Sie sind wie Regenbögen. Im Erlangen wollen des Nicht-zu-Fassenden erschöpfst du dich vergeblich. Sobald du dieses Verlangen loslässt, ist Raum da, offen, einladend und wohltuend, also nutze ihn. Alles ist bereits da für dich. Wozu im undurchdringlichen Dschungel den Elefanten suchen, der schon ruhig zu Hause ist? Nichts tun, nichts erzwingen, nichts wollen. Und alles geschieht von selbst.